Okay, Festivals wurden bespielt. Hm? So deine Eindrücke von Festivals, waren die Festivals gut oder schlecht? Und dass du auch so anfängst mit so, ja, Festivals, dass die Leute wissen. Ja. Festivals, dass Leute wissen. Weiß man, hat man Essen. Trink Red Bull, das ist gut für die Zähne, Leute. Erstmal kurz hier einen kleinen Snack. Festivals hatten wir auch einige oder auch wenige. Und wir immer so Blödsinn auf der Bühne machen und Leute Kotze fressen und Stalaktiten lutschen lassen. Festivals, geht's darum? Festivals, das war eine nette Geschichte. Denn, wie ihr wisst, sind wir Trailerpark und Trailerparks sind sehr obszön. Sehr gemein, gefährlich für die meisten Festivalbucher. Und deswegen waren wir sehr stolz darauf, dass wir einige Festivals für uns verbuchen konnten. Bist du nicht dieser Toxic, der mit krass vorausgedachten Fragen meinen Kopf fickt? Du bist der Freestyle, was ist los? Freestyle muss sein. Wir sind ja die Freestyle-Götter. Speise. Wie sieht das aus? Soll ich da nochmal ran? Alles für die Kamera, alles für die Kamera. Sonst benimmt er sich richtig gut, der Junge. Jetzt muss ich hier so pissen um Ecke. Was war meine Idee? Joghurtfutter. Shirt. Ja, das wird ziemlich schwierig. Ach, mit dem Ohr? Aber das Wortspiel. Ach, Ohr, ja. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, geil. Danke dafür. Kein Problem. Ha! Prozente. Prozente von dem Shirt, die du mal schenkst. Alter, bist du krass drauf. Killer, Alter. Natürlich ist das mein Ernst. Was ist los? Aber voll geil. Ich auch gleich noch um Auto. Ich muss gleich noch mal im Koffer. Nee, gib mir den. So läuft das hier nicht. Allein. Du musst das mit den Videos machen. Wie die Gangsters, ne? Die Kutsche da fahren. Guck mal da, hier, kleiner Peter. Wie fressen wir das? Fressen die das? Nee, ich fress noch kein Gras, bin noch keine Kuh. Was ist hier los? Ja, mit Kutsche, Alter. Was ist hier? Alles Shirt, stell ich mal neben Sand. Nein. Du musst aber ausweichen, das ist so scheiße. Wieder lang, hier lang. Pack den Köter in die Otterbox, los jetzt hier. Du lebst in der Otterbox, oder was? Hier? Nee, Alter, das wird zu schön. Fahr bei uns mit, oder? Ja. Ich bin ein Fall deiner Ehe. Ist der Spaß hier unter Druck? Wie noch Krebs erhebt, Alter? Hey, hey, hey! Achso, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Ich war voll in meiner eigenen... Der Mann ist der Lappalapp. Und dann sind wir rausgefahren zu dem Festival und wir sind erst, unser Auftritt war um 1 Uhr nachts oder so. Das heißt, da war schon dunkel. Und allein bei diesen 8000 Landstraßen kam kein einziges Auto und dann lag einfach, ich bin mir 100% sicher, da lag ein Kopf, ein Menschenkopf auf der Straße, ja. Und das war so wie bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so. Man fährt so die Straße lang, man sollte nicht anhalten, auf gar keinen Fall. Und das ist so richtige Panik geworden im Auto. Und alle so, da lag ein Kopf. Und manchmal, na, halt die Fresse, da lag kein Kopf, du Bastard. Ich sag auch Cox. Ja, will er ja. Ne, aber das muss auch so reinschneiden, nicht dass ich sag auch Cox. Und immer wieder im Loop so kommen, weißt du? Ich sag auch Cox. Ich war einfach so ein Dorffest. War ein schönes Dorffest. Da wollten wir mit dem Zelt auf dem Zeltplatz gehen, aber da wollten uns die Leute verprügeln, das war nicht so schön. Und da wir keine Hieb- und Stichwaffen dabei hatten, sind wir dann lieber wieder zum Bus gegangen. Dann hatte ich einen gebrochenen Arm.
Aber ich wollte nicht mehr. Ja, ihr seht nicht mal, welcher es war. So gut ist er zusammengewachsen. Und das war... Deshalb konnte ich mich da auch nicht prügeln mit den Leuten. Und habe dann das Weite gesucht. Übrigens Löwenzahn. Dann sind wir übers Festivalgelände, das war ganz lustig. Das war ja mitten im Süden. Und da waren halt so Eulen. Die kamen so zu mir und die wollten halt ficken. Aber ich war so, ey. Ey, ich bin keusch. Ich habe einen Keuschheitsgürtel, Motherfucker. Weil da war gerade die Phase, da ficke ich keine Eulen mehr, keine Punsen mehr von Groupie-Dings. Und da bin ich mehr so, ja, wenn dann echte Frauen, nicht so ein Groupie-Bubble. Ja, und die kamen, die wollten meine Nummer, die wollten eine Nummer. Und da habe ich den, der eine habe ich eine 7, der andere habe ich eine 9 auf dem Arm geschrieben. Ja, komm hier, geh auf den Ort hier. Du wirst also Slayer machen. Sonst auf jetzt schnell sofort ausprobieren. Die waren so frech, das waren so freche Gören. Vielleicht maximal 18. Ich hab ja nichts gemacht. Ich hab dir nicht angefasst, so. Vielleicht maximal 20, so. Maximum 20 years old girls. Ah, die waren auf jeden Fall frech und beastie. Aber auf jeden Fall, die wollte die ganze Zeit trinken, gib mir. Und dann habe ich halt den Jägermeister genommen und pack! In ihr verficktes Gesicht geschüttet. Ja. Schön in die Nase, in die Augen, in alle Öffnungen, in alle Poren ist das gelaufen. Du musst hier Schlärm machen. Wirklich? Ja, dann gib mal her, du Arschloch! Nein, du Arschloch! Das ist meine Titten! Das ist meine Titten! Das ist meine Nur der Fuß ist frei, damit man den Zehen sieht. Ey, Alter, zeig einmal den Fee, komm, bitte. Alligator hat einen, ich weiß nicht, die Evolution. Dein Zeh sieht ungefähr so aus, nur, weiß ich nicht, fünfmal so irgendwie. Alligator ist ein Fisch, ein Aquaman. Aquaman. Relativ warm und mich dürstet. Hier ist der geöffnete Mund. Applaus. Spion in geheimer Mission, Talia gefährdet die Stadt, ich weiß wo du es begrenzt, von verboten bis verweint, für dich bist du alleine erzogen. Ich hab keine Menschen, für alles ich habe mich überlegt, schießt rum, denn die Leute finden es nicht so korrekt, dass ich ein Schuh bin, ist ein Teil zu
Schwester nach Toilette rufen. Okay, der ist doch wirklich schwul. Deinen Bettbezug bring ich dir morgen hoch. Ich warte immer noch auf den Abraumfurt. Wir haben eure Rosen in die Luft. Ich vermisse dich jetzt schon. Da ein Gehorst aus meinem Leben, eine kleine Mensch, die schafft es halt richtig. Ich höre sein paar Komplimente, mache ich für sie auch. Ich gebe dir Millionen Handküsse, das gut aus. Schau mal mich so hohe Ansprüche, denn ich lieb mich so. Du bist mir nicht mal essen, mach mir nur das Mann, ich mach das immer besser. Lass mich ja, lieb mich zurück, ich mach alles für dich. Wenn ich Zeit habe und es nicht zu einstecken ist, wirst du nicht wie die anderen, nicht so ohne Püppchen. Mit großen Brüsten, die geborene Hübsche. Du hast deine Zeit, oh, wollte meine Welt. Tränen schmeichel, dein Gold. Ich schau ins Gesicht und denk an Regenbögen und sind wenigstens schön. Nur dein Weg zu stören, ich muss dir dann noch so ein Ding erzählen. Was lasst mich hin, du Ruf! Ich sag's erst mit mir so, nein. Du bist von der Großmeiß und immer wenn der Mondschein denk ich, da ist der Luft nach oben. Du bist so viel Mondschein. Was? Du bist von der Großmeiß und immer wenn der Mondschein denk ich an die. Der Toaster ist intelligent als du. Liegt was wie eine Nacht mit geänderten Beinamen. Immer wenn du schläfst, endet dein Plan. Und als es mal gesagt hat, dass keiner so wie du willst, dann wusste ich auch nicht, dass du kleines Geh und du mir dafür hast gedacht, es geht nicht ohne dich vor. Jetzt hat der Plan ein Heuer, du mir will ich nur bis vor. Stimmt, du hast recht, sie hat ein wirklich gute Zweite. Ich denke, dein Gefäß noch. Schau, ich bin blau, meine Auge trifft. Mit der Faust geschwingt, blau wie Gift, mit den tausend Schwingen, blau für mich zu. Schön, dass du mir so nahm, du bist nur der Mondmeiß. Und immer wenn der Boden scheint, der Kind scheiß von Luft nach oben. Du bist nur mir so leid, du bist nur der Mondmeiß. Und immer wenn der Boden scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen. Das Film und Fernsehen, da wird meine Bildung hernehmen. Glaub mir, das wird super, für deine Story. Deine schönen Kopfkantatur in deiner Jugend, also du gelaufen. Der Papa kam nicht zu deinem Schild, aber schenk. Aber wir könnten mir schon was von der Schule gerade drücken. Die Kleine und uns seit x Jahren. Du brauchst jetzt sagen. Ich wollte dich fragen, können wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir vorgehen? Wir haben ja gerade Gruß über das Bein geschüttelt, das darf ja nicht verloren gehen. Das kannst du auch so geil reinstecken, guck mal. Ja? Ich möchte einen Song heute spielen mit einem Freund von mir. Ich möchte einen riesigen Applaus haben für die wunderschöne Trailer Park Gang. Freunde und Freundinnen. So, damit das funktioniert, müssen wir alle zusammen springen. Können wir das mal ausprobieren? 1, 2, 3! Ich glaube, wenn wir es auf den Beat machen, wird es besser. Ja. Oh. So, 1, 2, 3! Das läuft. Das kriegen wir hin. Erstmal nehmen wir alle Hände in die Luft, Benny Rock Festival!
man den Ball von der Schlucht und geht den ersten Schritt. Wenn man erstmal das Dunkel im Tunnel, der Dunkel der Kopf von dem Schlucht kommt das Bild. Blitz, wir springen zusammen und klar. Guckt uns im Hintern an, wir springen zusammen und klar. Guckt uns im Hintern an, ich bin ein Kandidat für die Nachfolge Hannibal. Hänge mit dem Arzt auf die Money Mob und quatsch ihm die Medikamente raus bei dem Kopf unter meiner menschlichen Haut. Shit, ist noch mehr zu magen, ich schwör, ich bin immer den Stärken fahre. Fühle ich mich unbesiegt, weiter halt in deine Fresse wie der Notfallkiefer. Es gibt ausgepackt, Haus am Fahrt, alle machen jetzt Elektrobeat. Was für Fall, Stopp und Stein, was für Mal. Kennen dich die Nutzer bei dem Plasma. Mit mir gewechselt hat, der wird ja wissen, dass ich sowas nicht mache. Habe ich auch vehement abgestritten. Nur der Battle über Basti glaubt mir auch bis heute nicht. Hallo! 9857 waren da dran und die waren richtig nice. Spackfestival 2013. Also das, ne, das war auf jeden Fall das krasseste Festival, was wir gespielt haben. Denn die 257ers haben uns in den Backstage gekackt, ja? Fakt. Wir haben die Lunte gerochen und haben die Initiative ergriffen, die Kacke in den Müll zu schmeißen. Leider hat der Veranstalter gemerkt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, denn der Geruch war sehr
bestialisch nach Scheiße von Keule, so, in die Richtung geweht. Und dann haben die uns dafür verantwortlich gemacht, dass wir in unseren eigenen Backstage kacken. Das würden wir aber ja nie tun. Wir machen sowas ja nicht. Wir sind dafür bekannt, nicht in unsere Backstage-Räume zu kacken. Dafür sind wir bekannt.